30. 1, 2. Es kommt schon, verdammt nochmal. Du musst mitarbeiten, hörst du das? 7. Verdammt nochmal. Wir haben ihn wieder. Voll wie ein Eimer. Komm auf die 3. 1, 2, 3. Stabilisieren. Mit EKG volles Programm. Verstehe ich nicht. Edeltraud, kommen Sie mal bitte. Stimmt was nicht? Der Bestandteilzollbedarf stimmt nicht mit der Liste überein. Zu viel oder zu wenig? Zu wenig. 3 Schachteln. Haben Sie vielleicht vergessen, was auszutragen? Nicht, dass ich wüsste. Aber ich kann das gerne nochmal durchgehen. Ja, bitte. Und bitte schnell. Ich muss uns den Doktor informieren. Ach, der hat übrigens eben angerufen. Er verspätet sich um 15 Minuten. Das war's schon, kannst rauskommen. Cool. Hast du überhaupt keine Angst gehabt? Nö, ist doch nur ein Magnetfeld. Du weißt, wie ein MRT funktioniert? Klar, es misst ein Signal von Wasserstoffkernen im Gewebe. Dazu baut es ein enorm starkes Magnetfeld auf und erzeugt Anregungsenergie in Form von elektromagnetischen Wellen im Bereich von 64 bis 700 MHz. Wow. Willst du mal Röntgenarzt werden? Nee, Luft- und Raumfahrtingenieur bei der NASA. Dafür habe ich mich auch mal interessiert. Warum sind Sie denn nur Arzt geworden? Ja, naja, meine Eltern wollten das so. Sind Ihre Eltern jetzt stolz auf Sie? Ja. So, Niklas. Damit gehst du jetzt zu Dr. Kleist. Und er sagt dir dann, was mit deinem Mann nicht stimmt. Okay. Nee, da ist auch alles in Ordnung. Und es gibt auch wirklich keine Anzeichen für Endometriose. Ihre Gebärmutter, Eileiter, Eierstöcke, das ist alles wunderbar. Dann liegt es an meinem Mann. Zumindest sehe ich bei Ihnen keine medizinischen Gründe, warum Sie nicht schwanger werden sollten. Danke, Frau Doktor. Das ist wirklich die beste Nachricht seit langem. Vielleicht sollten Sie mal mit Ihrem Mann über ein Spermiogramm reden. Ja. Geredet haben wir da schon öfter drüber. Ich kenne das. Manche Männer, die haben sich da einfach ein bisschen. Aber wenn Sie beide wirklich ein Kind haben wollen, dann muss er da mal über seinen Schatten springen. Atmen Sie mal normal, Frau Kuske. Ausatmen geht, aber beim Einatmen habe ich Schmerzen. Wie ein Stich. Brauchen Sie denn? Nein. Gibt es starke Raucher in Ihrer Umgebung? Oder haben Sie was mit Chemikalien zu tun? Nein. Sie dürfen sich wieder anziehen. Ist das die Lunge? Also offen gestanden, ich kann nichts Auffälliges entdecken. Deshalb würde ich Sie ganz gerne zum Röntgen überweisen. Muss ich dafür ins Krankenhaus? Da sitzt man immer stundenlang. Nein, nein, das machen wir gleich hier. Oh, das ist gut. Nora, ist Herr von Hatzfeld gerade frei? Gut, ich schicke Frau Kuske rüber, Hämatorax. Und was soll ich bei Frau Ramirez jetzt eintragen? Beratungsgespräch. Der Doktor sieht müde aus. Er arbeitet zu viel.
Vielleicht sollte er mal Urlaub machen. Ja, und wer kümmert sich dann beispielsweise um Sie, Frau Kuske? Da haben Sie auch wieder recht. Jetzt machen sich sogar schon die Patienten Sorgen. Dein kleiner Arsch auch ist. Ich will jetzt, dass du dich verpisst. Nicht so gut? Jetzt ein bisschen subtiler? Du meinst, er soll sich subtil verpissen? Ja, so ungefähr. Eigentlich ist es doch eh für den Arsch. Bereust du's? Ich weiß nicht. Du? Wir waren verdammt nah dran. Jetzt ist irgendwie die Luft raus. Ich mag Laurie. Aber? Nichts aber. Doch, du meinst, ohne sie hätten wir jetzt einen Plattenvertrag. Und eine Freundin weniger. Was ist wichtiger? Eindeutig die Freundin. Auf jeden. Und so süß dein kleiner Arsch auch ist, ich weiß, dass du mich nicht vermisst. Hier, Frau Kuskes Befund. Thoraxröntgen AP und links anliegend. Keine Pneumonie, kein Pneumothorax, kein Emphysem. Ebenso Ordnung Luftröhre. Thorax insgesamt unauffällig. Megaösophagus? Negativ, hier sehen Sie. Das ist vielleicht auch nur eine Infektion. Sehr wahrscheinlich. Danke, Herr Kollege. Wann ist denn die Besprechung wegen Pibi? Nach Feierabend. Was? Wie soll ich mich dabei verhalten? Professionell? Und Sie haben wirklich alles überprüft? Ja, die Liste stimmt. Wir haben in den letzten 2 Wochen 6 Zolpidant als Muster ausgegeben. Das ist alles dokumentiert. Ja, aber wie können denn 3 Schachteln einfach so verschwinden? Ist der Schrank immer abgeschlossen? Ja, natürlich, das ist Vorschrift. Wer hat einen Schlüssel? Dr. Kleist, Lisa, Dr. von Hatzfeld und ich. Wo bewahren Sie den auf? Könnte vielleicht Susi? Ich meine, ich möchte niemanden verdächtigen. Ich denke nur laut. Ich habe den Schlüssel immer bei mir und abends kommt dann ein Safe. Tja, dann. Ich muss nachher mit dem Chef reden. Bist du nervös? Das ist wie früher in der Schule, wenn man zum Direx musste. Ja, du hast bestimmt oft das ausgefressen. Na komm, es wird ja schon keiner den Kopf abreißen. Solange bei uns alles gut ist, ist es doch, oder? Ja, ist es. Und jetzt los, ich warte im Kaffee. Ab mit dir. Na, schöne Frau. Bitte, Timo. Palim, palim. Vivi, auch einen Tee? Nee, danke. So, können wir jetzt anfangen. Und? Also, ich weiß, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Und... ja, es tut mir wirklich leid. Aber trotzdem brauchte ich die Zeit auch. Also, um nachzudenken. Und nachdem ich jetzt die ganze Nacht mit Anke geredet habe, sind wir übereingekommen, dass sie alleine nach Singapur fährt. Und ich hier erstmal mithelfe, die Praxis in die Spur zu bekommen. Aber was ist mit deinem Fortbildungsgedanken? Der war doch gar nicht so schlecht. Ja, ich werde hier ein paar Kurse machen. Ich habe jetzt Zeit. Als Strohwitwer. Und du glaubst, es reicht? Bitte? Was glaubst du, macht das für einen Eindruck? Wenn du hier abtauchst und deine Patienten im Stich lässt, deine Kollegen. Und Nora bürdest du die ganze Arbeit auf und den Stress mit deinen Behandlungsterminen. Und dann plötzlich tauchst du auf und sagst, hurra, ich bin wieder da.
Und ich habe mich doch entschuldigt, Karl. Ja, so einfach ist es aber nicht. Wir kennen alle deine Art, dich zu entschuldigen. Das Problem ist nur, du lernst nichts daraus und du änderst auch nichts. Aber das ist jetzt ganz schön unfair. Wie bitte? Unfair? Ich sag dir mal was. Wir sind hier nicht auf dem Sportplatz, wo man mal ein Training schwänzt. Das ist eine Praxisgemeinschaft. Und da hängen wir alle mit drin. Euer Erbe, unsere Villa, mein Geld, die Altersvorsorge, alles. Selbst Anna hat investiert. Aber was machst du? Du machst sie vom Acker und spielst die beleidigte Leberwurst. Was glaubst du, wie viele Patienten weg sind? Hm? Überleg mal. Wie viele Patienten haben jetzt einen anderen Physiotherapeuten? Mein Freund, ich sag dir eins. Du sollst dir ganz genau überlegen, was dein Handeln für Konsequenzen hat. Puh, da hat sich ganz schön was angestaut. Wundert dich das? Ich glaube, ich sollte besser mal... Nein, Sie bleiben hier. Es geht ja nämlich nicht um familiäre Angelegenheiten, sondern um berufliche Belange. Ja, und da bist du dir ganz sicher? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Und, wie ernst muss ich das nehmen? Naja, so eine Abmahnung kann als Vorbereitung einer verhaltensbedingten Kündigung dienen. Binder will mich rausschmeißen? Ich denke, er will sich die Option offen halten. Dich im Wiederholungsfall rauswerfen zu dürfen, ja. Und was heißt das? Du hast mit dem Einsatz des teuren Katheterverfahrens entgegen seiner ausdrücklichen Anweisung gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot verstoßen. Und solltest du das nochmal tun, in einem anderen Fall, dann, ja, kann es eng werden. Kann ich dagegen vorgehen? Naja, sagen wir mal so. Du bist als Chefarzt medizinisch nicht weisungsgebunden. Und du schuldest deinem Arbeitgeber eine Leistung, aber nicht zwingend den Erfolg. Erfolg im Sinne von Einhaltung des Budgets, oder? Genau. Aber da ist dann noch die Unabdingbarkeit einer medizinischen Entscheidung. Also, die kann meines Erachtens ex ante nicht angreifbar sein. Und kann ex post durch den Träger unter rechtlich zulässigen Gesichtspunkten inhaltlich kaum überprüfbar sein. Anna, kannst du mir das übersetzen? Du hast relativ große Chancen, gegen diese Abmahnung vorzugehen. Aber, und das solltest du wirklich bedenken, dieser Professor Bender, der kann dir das Leben im Krankenhaus zur Hölle machen. Und solltest du jetzt juristische Schritte gegen ihn einleiten, dann wird er das vermutlich auch tun, oder? Klar, so oder so bin ich auf der Abschussliste. Ich finde das immer scheiße. Dein ganzes Gewinsel nervt. Steh doch mal zu deinen Sachen. Ich kann da nichts dafür. Das ist gerade wichtiger für mich. Was heißt, das ist wichtiger für mich? Mensch, hier hängen Arbeitsplätze dran. Oh. Schönen Abend noch. So. Dauert das noch lange da drin? Die Anklage ist fertig und fordert lebenslänglich. Oh Gott, der Arme. Mir auch egal. Jedenfalls werde ich morgen hier sein. Ich habe einen gültigen Vertrag. Und wenn du mich rausschmeißen willst, dann musst du den schon kündigen. So schlimm? Papa will mich raushaben. Ach nee, Quatsch, das glaube ich nicht. Ja, das wirst du schon sehen. Nora, was ich dir sagen wollte, egal wie das hier ausgeht, es tut mir so doll leid, dass du wegen mir so viel Stress hattest. Das wollte ich nicht. Und irgendwie war mir das auch nicht wirklich klar. Ist okay. Nee. Das war scheiße. Du hast dein Gut bei mir. Egal was, egal wann. Okay? Okay. Du bist die Beste. Ich finde, du übertreibst es. Findest du? Ja. Nichts gegen eine kleine Abreibung. Die hat er sich verdient. Aber ihn gleich rausschmeißen zu wollen, ganz ehrlich, das ist kindisch. Kindisch. Ihr beiden benehmt euch gerade, als wärt ihr zwei kleine Jungs im Sandkasten. Du hast mir mein Schäufelchen geklaut. Nein, du. Aber du schon letzte Woche. Findest du das lustig? Ich finde das unprofessionell. Vielleicht trennt ihr beiden mal euren privaten Kram vom beruflichen. Das würdest du nämlich mit keinem so machen, außer mit Peewee. Ich hab's einfach satt, ihm alles ständig nachzusehen. Ja, und ich hab's satt, ständig zwischen euch zu vermitteln. Warum haut ihr beiden euch nicht einfach gepflegt einen auf die 12 und geht dann ein Bier trinken? Du glaubst, es ist so üblich unter Männern, ja? Vielleicht hilft's ja. Madame? Was machst denn du noch hier? Auf dich warten. Gehen wir noch was trinken? Du zeigst mir deine Lieblingskneipe und ich lade dich ein. Entschuldigung. Michael? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Lässt du mir eine Wanne ein? Bis gleich. Heute nicht, okay? Okay. Thank you.
machen Sie denn noch hier? Ich muss mit ihm reden. Hat das nicht Zeit bis morgen? Leider nein. Es fehlen Medikamente. Wie bitte? Zolpidant. 3 Schachteln. Wie viel? Ja, ich kann es mir auch nicht erklären, aber Edeltraut und ich sind noch mal alles durchgegangen. Es bleibt bei einem Fehlbestand von 3 Packungen in 1. Wie bitte? Also nichts. Ich habe die vermutlich irgendwo hingelegt. Aber dann ist also alles in Ordnung? Ja, natürlich. Ich werde gleich morgen die Bestände aktualisieren. Sind Sie sicher? Mhm. Sonst noch was? Nein. Gut. Gute Nacht. Tschüss. Cool? Du? Dann weiter. Ich brauche auf jeden Fall neue Sneakers, eine Jeans und ein T-Shirt. Klar, ich kann aber nicht mit einkaufen gehen. Und du? Ich muss nach Meiningen ans Gericht. Da bleibt ja nur einer übrig. Oh nee, nicht mit Kröte shoppen gehen. Ach, bitte, du weißt doch, was angesagt ist. Ich habe außerdem was anderes zu tun. Ich wollte... Die Party ist hammerwichtig. Lebensentscheidend. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ein junges Mädchen kurz vor ihrer ersten Party stand und die ganze Familie wochenlang tyrannisiert hat. Echt? Sehr nervig. Oh, Kohle her. Nee, und das machst du auch nicht in der Öffentlichkeit. Papa, 50 Euro, das reicht nicht. Mann, cool ist gleich Marke und Marke gleich teuer. Und teuer gleich wie viel? Gleich 100 Euro und du legst noch ein Fuffi drauf. Wegelagerer. Danke, danke, danke. Ich bring auch den Müll raus. Aber kauf was Vernünftiges. Morgen. Morgen. Ja, wie war die Wanne? Entspannend. Gut. Und du? Was hast du gemacht? Musik gehört. An dich gedacht. Hör mal, ihr Eisenacher, ihr seid doch so gastfreundlich, ne? Ja, und? Willst du den Zugezogenen nicht mal die Stadt zeigen? Mach doch einfach eine Stadtführung mit. Ja, aber ich meinte deine Stadt. Deine Lieblingsecken, die Plätze deiner wilden Jugend, die Straßen deiner prägenden Jahre, das wirkliche Eisenacherleben. Jetzt komm schon. Ich werde dich schon nicht auffressen. Ich kenne auch keinen hier und immer nur pendeln zwischen Praxis und Zuhause. Mir fällt echt die Decke auf den Kopf. Und du hast aber keine Hintergedanken? Doch, natürlich. Herein. Ah, Überraschung. Ich bin zwar auf dem Sprung, aber was kann ich für dich tun? Ich habe ein Problem. Schieß los. Worum geht's? Kannst du mir Zolpidant besorgen? Das kannst du auch selber. Ja, aber ich will nicht, dass Nora davon Wind bekommt. 3 Packungen Zolpidant. Plus Wale. Ja, ich dachte auch nicht, dass es so viel geworden ist. Genauso fangen Süchter. Ja, Mensch, darum geht's doch überhaupt nicht. Ich bin einfach total unter Druck. Wegen des Geldes und der Praxis. Und abends kann ich nicht schlafen und morgens bin ich fix und fertig. Du weißt doch, wie gefährlich das ist. Oder musst du jetzt einen Vortrag halten, dass gerade wir Ärzte aufpassen müssen, dass wir die Finger von unserem Giftschrank lassen? Mensch, ich bin da irgendwie reingerutscht, okay? Aber an dem Morphin hast du dich hoffentlich nicht bedient. Spinnst du? Natürlich nicht. Als hätte ich hier nicht schon genug Ärger. Jetzt komm, bitte. Also gut, ich fülle dir deinen Fehlbestand über unsere Hausapotheke auf. Aber nur dieses eine Mal. Danke. Und du versprichst mir, dass du damit aufhörst. Ja, versprochen. Und vielleicht schaltest du mal einen Gang runter oder zwei. Kann ich nicht. Ich brauche das Geld von den Notarzt einsetzen. Dann schließ irgendeine andere Front. Reib dich nicht an irgendwelchen Scharmützel mit Peewee auf. Lass ihn seine Fehler machen und nimm's nicht so persönlich. Hat Lisa dir was gesagt? Ja, und sie hat recht. Das nutzt keinem was, bringt nur unnötigen Ärger. Und als dein Arzt, sage ich dir, den solltest du vermeiden. Ja? Sag mal, kannst du einen Patienten dazwischen schieben? Schwierig. Bitte.
Komplizierte Klavikularfraktur. Herr Schönwelder hatte die OP vor 8 Wochen und sollte dringend die Reha starten. Wegen der permanenten Schonhaltung beginnt der Arm zu versteifen. Hatte er keine Krankengymnastik? Man munkelt, sein Physiotherapeut war einige Tage unpässlich. Ah, ist das so? Das ist natürlich nicht gut. Gar nicht gut. Aber besagter Therapeut könnte das ja wieder gut machen. Ja, das würde ich ihm dringend raten. Na prima. Ich wusste, wir würden uns verstehen. Ich verstehe nicht, warum das Betsy so wehtut. Und Sie sagen, der linke Oberbauch? Ja. Seltsam. Sehen Sie was? Ja, eben nicht. Ist alles, wie es sein soll. Aber das ist doch nicht normal. Ich weiß, wenn man in meinem Alter aufwacht und es tut einem nichts weh, dann ist man tot. Hm. Aber jeden Tag solche Schmerzen und immer woanders. Ich würde gerne Magenspiegelung machen. Na schön, hilft ja nichts. Gut, dann mache ich Ihnen einen Termin. Frau Kollegin, gute Arbeit, gute Verhandlungsführung. Ich habe die Protokolle gelesen. Danke, Herr Dr. Vogt. Was machen Sie denn für ein Gesicht? Ihr Mandant kann sich glücklich schätzen über das Urteil. Aber hier zählt schon weniger. Gewissensbisse? Ein wenig, ja. Das ehrt Sie, Frau Schöller, nutzt aber nichts. Ich weiß, mein Mandant hat das Recht auf die bestmögliche Verteidigung. Mhm. Ja, was ich von ihm halte. Hören Sie, denken Sie nicht zu viel darüber nach. Sie können weder die Welt retten, noch Thüringen in Alleingang von diesen rechten Schlägern befreien. Und glauben Sie mir eins, die Sozialstunden im Behindertenheim und die Teilnahme am Exit-Programm werden bei diesem jungen Mann vermutlich mehr bewirken als ein mehrmonatiger Gefängnisaufenthalt. Meinen Sie wirklich? Unbedingt. Sie haben jedenfalls Talent für Strafrecht. Ja, danke. Ich werde Ihnen einen neuen Fall zuweisen. Aha. Ich höre. Beschaffungskriminalität. Okay, ich werde jetzt Ihre Schulter mobilisieren. Das kann ein bisschen schmerzhaft sein. Ja, ich beiß die Zähne zusammen. Wie ist denn das passiert, Ihr Schlüsselbeinbruch? Rennradunfall. Zu ehrgeizig gewesen. Ich werde Ihnen nachher noch ein paar Übungen zeigen, die Sie zu Hause machen können. Ich mache alles, was Sie sagen. Ich muss schnellstmöglich wieder zum Dienst. Was machen Sie denn? Feuerwehrmann. Ah, interessant. Ja, aber völlig unterbezahlt. Ich werde das nie verstehen, warum eine Gesellschaft ihre wichtigsten Stützen so schlecht bezahlt. Feuerwehr, Polizei, Hebammen, die ganzen Pflegeberufe. Die Liste ist endlos. Tja, das sind alles Berufe, die eine gewisse Passion voraussetzen. Leidenschaft, Leidensfähigkeit. Und während die Egoisten auf dieser Welt schön Kohle scheffeln, lassen sich die anderen eben ausnutzen. Das ist nicht gerecht. Kommen Sie, Gerechtigkeit. Die hat es doch noch nie gegeben. Glauben Sie mir, ich sehe täglich Dinge. Ah. So, das war's fürs Erste. Sie wollten mich nur ablenken, ne? Ich bin da mal weg. Oh Mann, was machen Sie denn da unten? Das blöde Druckerkabel rutscht immer raus. Danke, Herr Kleist. Ich bin froh, dass Sie Ihre Erkältung so schnell auskuriert haben. Ja, ich auch. Ab jetzt wieder täglich, ja? Gerne. Schönen Tag noch. Bibi! Oh, oh. Soll ich den Verbandskasten holen? Mhm. Pflaster, Mullbinden, Kühlpads, alles sofort. Erkältung, ja? Ja, jeder wird mal krank. Außer dir natürlich. Können wir die Gemeinheiten einmal lassen? Meinetwegen. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ja, wegen gestern. Ich bin da ein bisschen übers Ziel rausgeschossen. Es tut mir leid, es war unfair. Ich will dich auch nicht rausschmeißen. Im Gegenteil, ich möchte, dass du Einsatz zeigst. Und wir... Also, ich. Brauch dich. Ich möchte mich auch entschuldigen. Ich weiß, ich habe Scheiße gebaut. Ich muss langsam erwachsen werden. Ich kann nicht alles hinschmeißen, weil es mal schwierig ist. Das tut mir leid. Na, jetzt komm schon her. Verspannt. Überhaupt nicht. Doch, natürlich. Ich werde dich in der Mittagspause auf jeden Fall massieren. Das brauchst du aber überhaupt nicht. Wirklich. Natürlich. Nein, ich bin nicht verspannt. Ich jetzt. Ah. Ah. So. Los, kühl die Schuhe aus. Die Jacke, Hose, Schuhe. Geil. Na?
Hat er Sie gequält? Im Gegenteil, Nora. Ich kann mich nicht erinnern, wann mein Nacken zuletzt so geschmeidig war. Mhm. Bibi kann was? Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich mich früher massieren lassen. Übrigens, das Zeug mit Dante ist aufgetaucht. Ja, im Notfallkoffer. Alle drei Schachteln? Mhm. Was lesen wir denn für einen Schund rum? Das ist die sehr traurige Geschichte von einem Allgemeinmediziner, der sich aufopferungsvoll um seine Patienten kümmert und dabei überhaupt gar nicht merkt, wie seine junge, hübsche Assistentin ihn annimmt, die übrigens Krebs hat und ihre Alzheimer-kranke Mutter pflegt. Verstehe. Das ist doch wie im richtigen Leben. Himmeln Sie mich an? Wer himmelt wen an? Na, der junge, hübsche Röntgenarzt, die Tochter des Chefs. Ich dachte, die Assistentin den Allgemeinmediziner. Ach ja, stimmt. Von einer anderen Geschichte. Und, wie sehe ich aus? Richtig cool. Außer die Chucks, die schnürt man anders. Echt? Ja, aber das zeige ich dir. Ich fühle mich irgendwie verkleidet. Was? Du siehst doch voll stylisch aus. Okay, dein Babyface, das stört ein bisschen. Haha, da sonst. Ich bin voll nervös. Hey. Wenn ich Nina wäre, dann hätte ich nur Augen für dich. Echt? Ja. Und wenn die anderen coolen Jungs dir blöd kommen, dann stell sie dir einfach beim Kacken vor. Manchmal kannst du echt lieb sein. Danke. Das wird schon. Die Magenspiegelung ist auch ohne Befund. Ich nehme ihn mal Blut ab. Mein Herz schlägt wie eine afrikanische Trommel. Was machen deine Schmerzen im Oberbauch? Sind nicht besser. Frau Kuske, ich würde gerne nach dem CT noch ein MRT machen. Schon wieder Röntgen? Ist das nicht gefährlich? Ich meine, wegen der Strahlung. Nein, die Strahlung ist vergleichbar mit dem Transatlantikflug. Fein. Einmal New York und zurück. Ja. So. Lauri, du bringst mich komplett raus. Ich? Ja, das ist Reggae. Da wird auf das Und betont. Offbeat. Eins und zwei und drei und vier und. Ja, mach ich doch. Nee, machst du nicht. Komm, wir probieren es nochmal. Und Lauri, dämpf mal ein bisschen die Seiten ab. Das muss mehr grooven. Einfach weiter. Was ist denn los? Ich pack das nicht. Quatsch. Es läuft doch nicht immer gleich, deswegen proben wir doch. Ich steig aus. Nein. Ich bin für euch eh nur ein Klotz am Bein. Ohne mich habt ihr eine Chance. Mit mir nicht. Das ist unsere Band, unser Traum. Ja, und ihr seid so nah dran. Ehrlich, ruft Mike an, unterschreibt den Vertrag, sucht euch eine neue Gitarristin. Aber ich bin raus. Hey, sorry, wenn ich dich angezickt hab. Das war nicht so gemeint. Mann, ich bin euch nicht böse. Ihr seid meine besten Freundinnen. Und ich will auch, dass es so bleibt. Ich habe mir was vorgemacht. Es reicht einfach nicht. Überleg dir das nochmal. Nee, da gibt's nichts mehr zu überlegen. Sie kennen das ja schon. Wenn irgendwas ist, einfach auf den Knopf drücken und sprechen. Und nicht bewegen. Was suchen wir? Tja, wenn ich das wüsste. Irgendwas Auffälliges in der Art von Veränderung. Es muss was geben. Okay, dann mal los. Tja, da wären wir wieder. Ja. Schön war's. Oder?
Schön? Es war wunderschön. Es war die aufregendste, die wildeste Zeit meines ganzen Lebens. Ah. Danke dir. Ah, ich danke dir. Na, hast du deine Medikamente genommen? Ja, ja, ja. Taxi oder Bus? Warte. Ich schau nach. So. Mal sehen, wann der nächste Bus fährt. Ja. Wo war das gleich? Ah ja, hier. Nein, hier. So, pack mal weg. Was? Wir nehmen Taxi. Gut. Wie du meinst. Ja. Wir nehmen Taxi. Ja. Gut. Dann nach. Ja. Lass dich mal ansehen. Ja, komm, jetzt dreh doch mal rum, dass ich dich richtig sehen kann. Wow, cool. Ja, muss los. Mhm. Dann hab viel Spaß, ja? Ja. Und vergiss nicht deinen Helm. Paul, dein Helm. Hallo, Lisa. Hallo. Na du? Alles gut? Ja, ich habe heute ein bisschen früher Schluss gemacht. Ach, schön. Was ist denn, nämlich eine Nudel am Mund? Nein. Aber, Lisa, wenn du mal jemanden zum Reden brauchst, ja? Eine Freundin, ich wäre für dich da. Danke, aber worüber soll ich reden wollen? Männer vielleicht? Lisa, ich habe dich zusammen mit deinem neuen Kollegen gesehen. Hand in Hand. Was sind das da für Graustufungen? Ist das ein Infiltrat? Nein. Können Sie es vergrößern? Was ist das hier eigentlich zwischen dem Zwerchfell und dem Herzbeutel? Ich habe keinen blassen Schimmer. Das ist ein Fremdkörper. Da. Also beim Röntgen war das noch nicht das. Muss gewandert sein. Haben Sie eine Seitenansicht? Sehen Sie da die Einflussstörung? Hat den Beck'schen Trias. Ja. Tachykardie festgestellt? Ja, Hypotonie und Dyspnoe. Leitsymptome einer PRK-Tamponade. Sie holen sofort Frau Kuske. Ich rufe Lisa an. Wann geht's Ihnen denn recht? Vormittags, nachmittags? Um 11? Wo ist Frau Kuske? Toilette? Wir brauchen Sie sofort. Notoperation. Entschuldigung, Notfall. Ich rufe zurück. Wir müssen dringend aus Ihrem Herzbeutel Flüssigkeit absaugen. Muss das denn jetzt sein? Ja, wir müssen punktieren. Für einen Transport in die Klinik reicht die Zeit leider nicht mehr. Ich habe nur einen schnellen Puls. Sonst geht's mir gerade ganz gut. Ja, ich weiß. Aber das kann sich auch ganz schnell ändern. Können Sie das denn wirklich? Ja, vertrauen Sie uns. Wir kriegen das hin. Wir müssen jetzt nur ein bisschen Flüssigkeit aus Ihrem Herzbeutel rausziehen, damit das Herz weiterschlagen kann. Patientin schläft. Tachykardfunktion? Ja, schon mal in Paris gemacht? Ja, die Ultraschallsicht. Alles klar, du übernimmst den Sonographen. Ich führe die OP durch, der Kollege assistiert. Beginne für die Nadel ein. Ja, jetzt ist die Nadel gut im Schall zu sehen. Jetzt bist du im sicheren Funktionsbereich. Draht. Aspiration. Noch eine. Alles klar. Die Ventrikulierung ist deutlich besser. Die Ventrikulierung ist auch schon nach. Gut. Das war bei höchster Eisenbahn. Ja. Alles klar. Ich brauche Verbandszeug. Und Lisa, es ist mir gefallen. Du hast in der Klinik Bescheid, bereitest alles für eine OP vor. Ja, mit Notarztbegleitung. Diagnostik, Kollegen. Ja.
Die Frage ist, was das für ein Fremdkörper ist. Und wie kam er da rein? Vielleicht war das eine Fischgräte. Das glaube ich nicht. Dafür war es zu groß. Wie auch immer. Was es genau war, werden wir wissen, nachdem Michael die OP durchgeführt hat. Hey, cool, du bist gekommen. Klar, Mann. Schau dich irgendwo hin, chill eine Runde, nimm dir was zum Dröhnen. Mikasa ist zu Casa, Ambra. Was hast du denn da angeschleppt? Chateau, Nöftepappen. Digga, wer soll das trinken? Nicht gut, hab ich meinem Alten aus dem Keller geklaut. Traubenpappe, schau da. Chicas stehen auf was Amtliches, Alkopops und sowas. Hast noch viel zu lernen, Alter. Also, ich finde das eine sehr reife Entscheidung von Lauri. Ja, aber glaubst du nicht, sie sagt das einfach nur und hofft eigentlich, dass wir sie beknien, weiterzumachen? Nein, das glaube ich nicht. Weißt du, ihr habt ihr gezeigt, dass ihr sie nicht hängen lassen wollt. Ja, und vielleicht ist das jetzt ihre Art, euch dasselbe zu zeigen. Ja, vielleicht. Jetzt gib ihr mal ein paar Tage. Und dann redet noch mal miteinander. Und den Vertrag würde ich bis dahin auch nicht unterschreiben. Ach, ich gehe schon. Überraschung! Hallo, mein Schatz! Was macht ihr denn hier? Ah, Schwesterherz! Oh, Bernd! Komm, lass dich anschauen! Oh, ich glaub's ja nicht! Seit wann seid ihr denn da? Ja, wieso habt ihr denn nichts gesagt? Wir hätten euch doch abgeholt! Anna, wer den Amazonas in einer Nussschale bereist, der findet auch alleine zurück nach Eisenach. Ich finde gut! Aha. Danke, Christian. Also, ich sag euch, Inge war unglaublich. Also, ich lasse mir doch, danke schön, von einem kleinen Kind nicht die Handtasche klauen. Ja, sie hat so lange auf den armen Jungen eingeredet, bis der freiwillig das Weite gesucht hat. Das kann ich mir vorstellen. Nein. Frech wie eh und je. Also, ich bin jedenfalls sehr froh, dass ihr endlich wieder da seid. Aber wollt ihr denn nicht eigentlich noch länger bleiben? Inge hatte eine Lungenentzündung. Ja, doch. Was? Wann? Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Lisa, ich möchte alles über die Hochzeit wissen. Jedes Detail. Am Ende hat sie auf jeden Fall in der neuen Radiologie stattgefunden. Ah, typisch Ärzte. Du gehst trotzdem morgen zu Christiane in die Praxis. Aber warum denn? Es ist doch alles bestens. Inge! Hör doch. Oh, das war so Inge! Oh, Paul, in die Augen. Paul, der ist gewachsen. Guck doch mal, wie groß der ist hier. Ja. Und, wie war's? So krass. Ich habe mit Nina getanzt und Kai war voll nett zu mir und überhaupt... Ja und, habt ihr geknutscht? Nein. Rosa. Genau das hab ich vermisst. So, Prost, ihr Lieben. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Das Leben ist schön. Ja, ich hab die beiden auch vermisst. Und ich habe dich vermisst. Es tut mir leid, wir hatten echt wenig Zeit füreinander die Woche. Wenig? Okay, schuldig im Sinne der Anklage. Wie war es denn bei Gericht? Hast du einen neuen Fall? Psst. Nicht jetzt. Küss mich. Zahnstocher. Einer dieser kleinen Biester und ich hab's nicht mal gemerkt. Manchmal können Datteln noch lebensgefährlich sein. Dankeschön. Danke. So. Also, schön aufpassen. Ich liebe das Spiel mit dem Feuer.
Oh, vielen Dank. Sie haben mir das Leben gerettet. Dafür sind wir da. Dieser gut aussehende Chefarzt im Krankenhaus, ist das Ihr Mann? Ja. Was für eine wunderbare